Und dann die Mine fluten. Naja, das wird lustig. So, Immun, macht man die Tür da auf. Okay, und eine Wache. Zwei Wachen. Und ein Weg nach unten. Schön, schön. Das ist dann die dritte Ebene. Sind alle da? Einer fehlt, oder? Ja, Khaled geht bei der pummeligen Frau vorbei. Okay, Khaled, hast du uns was zu verheimlichen? So. Da oben war eine Tür. Ne, da gehen wir jetzt erstmal nicht zurück. Wir wollen jetzt da runter und gucken, was da ist. Wer fehlt jetzt? Shahira? Oh, wow. Das ist doch perfekt für einen Feuerball. Dahin, der Rest bleibt stehen. Okay, du kannst den angreifen, du kannst den angreifen. Und du, den da auch. Aua. Okay, das war ein bisschen zu nah dran. Hm? Kein Heilzauber. Ein Handauflegen. Ah. Eventuell müssen wir nochmal raus hier. Oder irgendwo eine ruhige Ecke finden und da schlafen. Weil ohne Heilzauber und ohne Feuerbälle und dergleichen werden wir nicht den Herrn der Mine angreifen können. So, oh, ein Level Up. Das ist doch immer gut. Spitze Waffen. Obwohl, wir wollten ihm eigentlich Speer geben, ne? Damit er die helle Bade benutzen kann. Aber die hat es inzwischen ja auch schon ausgedient. Na gut, geben wir ihm trotzdem spitze Waffen. Denn wir hatten ja schon mal so eine, was war das? Genau, der Flegel. Also eine Streitkeule. Die galt auch als spitze Waffe, warum auch immer. So, gucken wir mal kurz, ob die was dabei haben. Am besten mit einem Charakter, der auch Platz hat. Aber das sind nur ganz normale Hobgoblins gewesen. Und das werden die einfachen Wachen sein. Hm? Ja. Na gut, dann gehen wir nochmal kurz eine Etage höher und versuchen da zu schlafen. So. Hoffentlich. Ja, super. Weil es wäre echt ärgerlich, wenn wir jedes Mal ganz raus und wieder rein müssten. So. Das Heilen mache ich kurz mal im Zeitraffer, das wird auch eine Weile dauern. Also hochheilen und zweimal schlafen, denke ich. Bis gleich. So, wie ihr sehen konntet, wurden wir von ein paar wandelnden Harzapfen bzw. Räubern überfallen. Harzapfen hatten sie leider nicht. Hätte sich richtig gelohnt, das waren ja 10 oder 12 Stück. Und also eben 600 Goldmünzen haben oder nicht haben, ne? Aber leider ist auf die kein Kopfgeld ausgesetzt. So, schauen wir wieder runter. So, immerhin guckt man nach Fallen, nur für den Fall. Und schauen wir mal da lang. Das sieht wie Lava aus. Also eine Schmiede vielleicht. Mal kurz abspeichern. Gerugon, guck mal rein. Ja, definitiv eine Schmiede. Und zwei Hobgoblins. Okay. Alle mal rein hier. Ihr werdet alle sterben. Aber ja, ein richtig schickes Lager hier, ne? Haben oben die Sklaven, die Erz abbauen. Denn so eine Art Warnlager im zweiten Stock und hier eine richtige Schmiede. Wo man nicht mal Kohle für braucht, weil sie anscheinend Lava haben. Hm. Mal gucken, was im vierten Stock unten ist. So. Da könnte wieder so ein Raum sein.
Moin, guck mal. Das ist ein Fels gehauen. Okay, alles ist ein Fels gehauen, aber das hier sieht so gerade aus und hier ist das so um die Ecke. Komisch. Oh, da ist ein ganz tiefes Loch, deswegen. Okay. Na gut, das wollen wir mal nicht weiter erkunden. Einfach weiterlaufen. Alle zusammen? Ne, Khaled fehlt. Wo ist Khaled? Da oben. So, schauen wir um die Ecke. Nur Hobgoblins. Okay, auf da. Okay, ein weiterer Teil der Schmiede. Aber nichts, was man mitnehmen könnte. Nö. Na gut, da lang. Obwohl, da unten geht's auch lang. Schauen wir lieber mal unten lang. Dumm. Und Falle. Nö. Aber ich höre Hobgoblins schreien. Geh mal zurück, immerhin. Der Rest darf ruhig reinkommen. Ja, nee. So, Gift heilen. Jahira heilt. Warum schießen die auf Immun, wenn Gerogan direkt hier vorne steht? Naja. So. Eigentlich will ich einen möglichst schnellen Weg nach unten finden, um den Deoborn zu stellen. Nicht, dass der jetzt auch abhaut, so wie Tatzok das getan hat. Im Diebeslager. So, gleich weit. Oh, hier geht's runter. Ja, okay, hier sind noch wahrscheinlich ein paar weitere Schmiedestellen und Hobgoblins. Das sparen wir uns erstmal. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Musst du ja auch nicht immer hin. Ist ja alles gut. Speichern. So, und runter da zum Herrn der Mine. Wenn er denn noch da ist. So, in der Höhle des Löwen. Ein großer Teppich. Na gut. Kann man bestimmt auch Fallen verstecken. Hm? Schleichen wir uns mal Schritt für Schritt. Oh, hörst du? Thanks for. Weil auch wenn er jetzt reden will, danach will er bestimmt hauen. So. Ich bin gespannt, welchen Grund ihr für eure Anwesenheit vorbringen könnt. Wir wollen den Herrn der Mine sprechen. Davion mag keine unangemeldeten Besuch. Ja, na gut, rauf da. Für die Gerechtigkeit. Oh, wir können schon mal bei irgendwann die Pfeile wechseln. Frostpfeile sind okay, jo. Haben wir genug von. Und wenn wir gleich gegen den Herrn der Mine kämpfen, dann sollten wir schon das Beste benutzen, was wir können. Oh, der hat auch einen Plattenpanzer und keinen Schienenpanzer wie die anderen Wachen. Na gut, immerhin wieder vor. Schön, schleichi. Naja, sie kann ja nicht schleichen und nach Pfeilen suchen, also, ja. Beim Teppich ist nichts. Okay. Hier scheint ein Schlafabteil zu sein, wahrscheinlich von der Wache eben. So eine Art persönliche Leibwache vielleicht? Oh, Falle. Okay. Wo eine ist, können mehr sein. Ja. Okay. Und noch eine. Drei Fallen schon. Vier Fallen. Es gibt so viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Aufrücken. Ja, Karl, wir wären aber ganz gerne hier, weil hier ist der Baron. Oder wie auch immer man ihn wirklich ausspricht. So, du entschärfst mal die Falle jetzt da. Sind wir bei vier Fallen, richtig? Na komm, eine fünfte kriegen wir auch noch. Na, keine fünfte. Dann trink mein Heiltrank.
Und weiter vor. Die stoischen Abenteurer haben also den Weg hier runter in meine Höhle gefunden. Okay, netter Akzent. Warum seid ihr gekommen? Wollt ihr meine Reichtümer rauben? Oder wollt ihr mich für meine Beleidigung eures Ehrgefühls strafen? Es macht keinen Unterschied, denn das eine wie das andere wird euch nicht gelingen. Ehe ich mich eurer in besonders grausamer Weise entledige, sollt ihr wenigstens erfahren, wem ihr euer schreckliches Ende zu verdanken habt. Das können wir uns schon fast denken. Man nennt mich Davion. Die Höflichkeit würde es gebieten, dass ich euch nach eurem Namen frage. Doch da ihr praktisch schon tot seid, will ich ausnahmsweise einmal auf die Kette keinen Wert legen. Eigentlich wäre ich davon ausgegangen, dass ihr unseren Namen kennt. Ich meine, die haben ja zigtausend Meuchelmörder auf uns losgehetzt. So, immerhin schnell weg. Was zaubert er da? Dimensionstor. Na gut. Segne uns. Oh ne, erstmal Furchtbannen, genau. Dann noch einmal Schutz vor Bösen. Und er läuft weg. Ja, lauf mal weg, wir müssen uns eh noch vorbereiten. So, und einmal Segnung. Du kannst so lange nochmal Schutz vor Bösen auf Düner hier machen. Und was können wir noch? Schutz vor Elementarsachen. Am wenigsten Lebenspunkte hat Düner hier, also kriegt sie das. So, und jetzt schauen wir mal, wo er abgeblieben ist. Put, put, put. Und wegteleportiert? Da ist er. Das sieht wie ein Beherrschungszauber aus. Gucken wir doch mal. Du stürmst einfach drauf los. Du stürmst einfach drauf los. Und du stürmst einfach drauf los. Du versuchst ihn zu vieren. Aber ich glaube kaum, dass man ihn vieren kann. Also, dass er wegläuft. Du benutzt mal Lehmen und du benutzt deinen Stab. So. Zack, zack. Nichts durchgekommen. Er wird weder gelähmt noch. Ah, und er wird übernommen. KI mal aus. Alle auf den. Und. Ah, wir könnten jetzt versuchen, Kale zu vieren, damit er wegläuft, damit er uns wenigstens nicht haut. Und du versuchst. Gar nichts. Du versuchst erstmal die Spiegelbilder da wegzubekommen. Und du schießt ganz normal auf ihn. Ja, das funktioniert doch gut. Gleich nochmal ein paar magische Geschosse. Ihr haut weiter drauf. Und du... Das hat nicht geklappt, ne? Versuchen wir ihn zu bezaubern. Vielleicht können wir ihn ja zurückcharmen. Und Immun schießt weiter mit den Eisfeigen. Soweit so gut. Unterbrochen, ja. Und wir haben Kale zurück. Er ist gecharmt, nochmal gecharmt. Schön, schön, so muss das laufen. Ihr habt der Organisation, die als Eisenthron bekannt ist, großen Schaden zugefügt. Eine Niederlage, die mit Sicherheit nicht ungerecht bleiben wird. Nun müsst ihr in die große Stadt namens Baldurs Tor reisen. Dort werdet ihr bestimmt erfahren, was wirklich hinter den seltsamen Ereignissen, die die Bewohner der Schwertküste quälen, steckt. Oh, ich glaube, das war die schnellste Zwischensequenz, die wir bisher hatten. 6000 Erfahrungspunkte. Das hätte wesentlich schlimmer laufen können. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass hier in den Räumen auch noch Wachen sind, die einfach nicht gekommen sind, weil wir richtig standen. Schleich mal und KI ist noch aus, okay. Gucken wir doch mal da rein. Nee. Was ist hier? Ach, da ist schon mal eine Truhe. Naja, die Fallen, die fünf Stück, die hätten da bestimmt gereicht, jeden Eindringling normalerweise umzubringen. Oh, Spruchrollen. Immer gern gesehen. Kommt mal alle hier rein und du guck mal, was da drin ist. Oh, jede Menge Zeug. Das kannst du Düner hier, Düner hier, Düner hier. Gerogon ist mal wieder voll. Also mit Zeug.
Also, ja, ihr wisst schon. So, das war die erste Schriftrolle. Zweite, dritte. Gehen wir doch mal Schiffwäsche durch.